Da stand gerade was. Ah, begutachten. Du warst also schon mal hier. Sieht so aus. So, jetzt ist es sehr wichtig, dass du mir gut zuhörst. Ich habe dir den Weg hineingezeigt, aber wenn du ihn betrittst, gibt es kein Zurück. Bevor du hier in die Tiefen hinabsteigst, solltest du vollkommen entschlossen, ausgerüstet und konzentriert sein. Mhm. Keine Ablenkungen. Wenn du noch etwas zu erledigen hast, erledige es zuerst oder schweige darüber. Ich werde kein Gejammer tolerieren. Ist das klar? Schweige darüber. Du wirst es tolerieren müssen, Silence. Ich habe dich nicht darum gebeten, mich zu begleiten. So ein Idiot. Aber ich bin voll. Probieren wir es einfach. Wenn es nicht klappt, klappt es halt nicht. Und jetzt? Ach so, ich gehe hier auch rein. Man konnte nur nicht sofort. Ich gehe runter. Ein Leben lang wollte ich die Geheimnisse dieser Welt entschlüsseln. Woher die Maschinen kamen. Wie die Alten solche Wunder taten und trotzdem kamen Verderben und Tod. Ein Leben voller Fehlschläge. Denn Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt, rannte ich gegen Mauern und gegen verschlossene Türen. Hallo? Bis eine Nora-Jägerin aus dem wilden Osten kam. Und voilà, sie kam und alle Geheimnisse wurden ihr enthüllt. Ich glaube, du wirst mit dieser Tür besser zurechtkommen als ich damals. Identiscan wird durchgeführt. Genetisches Profil bestätigt. Zutritt autorisiert. Fehlfunktion. Fehlfunktion. Oh nein. Fehlfunktion. Soll das denn aufgehangen? Du hörst mich nicht lachen. Sei still. Es muss irgendwie gehen. Hey! Elisabeth Sobeck hier! Bitte Zutritt! Zutritt angefordert. Root-Befehlsfunktionen verfügbar. Möchten Sie fortfahren? Ja! Will ich! Öffne diese Tür! Analysiere. Primärzugang außer Betrieb. Mechanischer Fehler. Notfallbelüftungsverfahren verfügbar. Möchten Sie fortfahren? Ja. Ja. Notfallbelüftung autorisiert. Cool. Oh. Oder nicht? Ich habe dich unterschätzt. Ich dachte, du... Man kann nicht alles haben. Das erregt Aufmerksamkeit. Wir werden hier nicht mehr lange allein sein. Ach, wir? Ich sehe hier unten nur eine, die ihr Leben aufs Spiel setzt. Ja, gut. Ja, machst mich. Du jetzt bitte weiter? Es gibt so viel zu lernen und so wenig Zeit. Machst du jetzt weiter? Mein Gott, der ist immer so zickig. Das ist der Wahnsinn. Mach mal weiter hier. Willkommen bei Projekt Zero Dawn. Zero Dawn. Wir haben es gefunden. Überrascht dich das wirklich? Die Anlagediagnose zeigt zahlreiche Fehler. Reparaturversuch wird durchgeführt. Was war das hier für ein Raum? Vielleicht eine Eingangshalle? Sieh dich um. Will ich ja. Wenn ihr mal nicht so viel reden würdet, hätte ich das schon längst gemacht. Wir haben doch nicht so viel Zeit, dachte ich. Mensch, Mensch, Mensch. Okay. Noch ein Vorfall. Moment. Prost. Textdatenpunkt Quest. Von Lounge-Personal an Verwaltung. Betreff noch ein Vorfall. Der unglückliche Zwischenfall mit Dr. Popovic. Heute Morgen ist ein weiteres Beispiel dafür, dass das Empfangspersonal Unterstützung braucht. Wir wissen, dass Zero Dawn ein außerordentlich kompliziertes Projekt ist, aber als diejenigen, die an vorderster Front stehen, möchten auch wir endlich gehört werden. Wie bereits erwähnt, brauchen wir menschliche Dolmetscher, beispielsweise für Polnisch, Sicherheitspersonal, das beispielsweise wütende Embryologen in Schach halten kann, und dermale Beruhigungsmittel, beispielsweise für Menschen, die auf Polnisch herumschreien und Stühle und Vasen nach dem Empfangspersonal werfen. Ja, die meisten der Kandidaten sind relativ ruhig und benehmen sich gut, aber wir brauchen Hilfe bei denjenigen, die die Ausnahme dieser Regel darstellen. Bitte antworten Sie auf diese Nachricht. Dr. Popovic.
Nicht zu verwechseln mit Mr. Archibald. Oder Mrs. Blasenlutz. Ja. Textdatenpunkt Quests von Empfangspersonal an Verwaltung betreff: Wir brauchen auch Unterstützung. Das Empfangspersonal benötigt beim Umgang mit den ZD-Kandidaten bei ihrer Ankunft in der Anlage zusätzliche Unterstützung. Viele sind verängstigt oder verwirrt. Manche sind sehr aufgewühlt. Diese Personen sind nicht daran gewöhnt, dass man ihnen Informationen vorenthält. Wir benötigen zumindest menschliche Dolmetscher. Die Sprachbots reichen nicht aus. Und leichte Beruhigungsmittel für die extremen Fälle. Jede Art der Unterstützung ist willkommen. Vielleicht wäre es ein Anfang, wenn ich eine Antwort auf meine Mails erhalten könnte. Vielleicht, wenn du ein bisschen weniger zickig bist. Ne. Tür öffnen. Ach, das war ja einfach. Bitte nehmen Zumachen. Sie Platz und warten Sie, bis Sie aufgerufen werden. Einige Erfrischungen und Snacks stehen für Sie bereit. Erfrischungen und Snacks. Ein kleinerer Raum. Wo? Ich will Erfrischungen und Snacks. Aber kann man hier nicht wieder zumachen, dass sie nicht hinterherkommen? Blöd. Okay. Ja, und wo sind jetzt die Erfrischungen und Snacks? War nicht okay. Aha. Hoppala. Hier ist noch was. Schalldämmung. Von Lounge-Personal an Verwaltung. Schalldämmung. Wäre es möglich, die Schalldämmung zwischen VR1 und dem Lounge-Bereich zu verbessern? Die meisten Kandidaten bleiben während der Präsentation ruhig, aber diejenigen, die schreien oder schluchzen, werden von den Kandidaten, die auf ihren Aufruf warten, deutlich gehört. Ist nur so eine Idee. Begeben Sie sich in den Vorstellungsraum 1. Dort erwarten Sie eine wichtige Nachricht zum Zweck Ihres Besuchs. Okay, aber ich will erst noch hier rein. Ich habe da gerade einen Datenpunkt gesehen. Mache ich dann gleich. Von Lounge-Personal an Verwaltung betreff Nachschub. Sonst. Zum 5. Mal. Bitte sorgen Sie für Kräutertee-Nachschub in der Lounge. Wenn ich nochmal erleben muss, wie so ein Eierkopf die Krise kriegt, weil die Sorte Bio-Gurke-Minze oder Brombeersalbei alle ist, drehe ich noch durch. Bitte antworten Sie und diesmal ohne Sturm im Teeglas und abwarten und Tee trinken, Witze, okay? Abwarten und Tee trinken. Ist ja unser Tee-Stream. Perfekt. Was für fancy Sorten. Das waren wohl alles so Hipster da, ha? Huh? Hipster-Einrichtung. Wieso analysiere ich gerade die Kiste? So, lass mal kurz gucken, ob hier noch was ist. Nee. Gesicherte Eindämmungsluke. Titan-Meta-Legierung. Zugriff nach Generkennung per Identscan. Kann er das bei mir auch? Nee. Okidoki, dann gehen wir mal in Raum 1. Da liegt eine Nachricht für mich bereit. Also wahrscheinlich für die Alte da, für die... Wie heißt sie? Was? Was war das hier? Eine Holographenbühne. ZDU1 Daten intakt. Wiedergabe wird eingeleitet. Oh. Wollte noch rumlaufen. Willkommen bei Projekt Zero Dawn. Ich bin General Harris, Vorsitzender der Stabschefs der Vereinigten Staaten von Amerika. Ich weiß, es gibt Gerüchte, dass Zero Dawn ein streng geheimes Superwaffenprogramm ist. Das technologische Wunder, das uns vor der Pharaoh-Plage bewahrt.
Wenn Operation Enduring Victory die Roboter lang genug aufhält. Ich weiß deshalb so genau, dass es Gerüchte gibt. Weil sie von mir kamen. Mhm. Und das sind alles Lügen. Zero Dawn ist kein Superwaffenprogramm. Kann ja jeder sagen. Und es wird uns nicht retten. Nichts kann uns retten. Gar nichts. Als der Fehler erkannt wurde, war es bereits zu spät. Nichts konnte die Pharaoh-Plage stoppen. Das dachte ich mir. Nichts half. Die Roboter vermehren sich immer weiter und verschlingen die Biosphäre. Das Leben auf der Erde erlischt und unser Planet wird zu einem Ödland. Ein globales Aussterben steht uns bevor. Egal wie viele wir töten, die Zahl der Roboter wird exponentiell anwachsen. Hätten wir die Deaktivierungscodes, könnten wir sie abschalten. Den ganzen Schwarm. Doch die kryptografischen Protokolle nutzen mehrfach verschränkte Wellenformen. Man bräuchte 50 Jahre, um die Codes zu knacken. Und wir haben 16 Monate. Nicht gerade eine gute Überlebenschance. Die Vernichtung einer Biosphäre ist nicht die Art von Apokalypse, die man in einem Atombunker aussitzen kann. Die Erde wird nicht mehr da sein. Nur noch ein toter, giftiger Fels mit Millionen von Pharaoh-Robotern. Schlafend. Auf Nahrung wartend. Das steckt hinter den Lügen über die Operation Enduring Victory. Meinen Lügen, die Millionen von Unschuldigen dazu bringen sollten, sich auf den Schlachtfeldern zu opfern. Warum? Aus einem einzigen Grund. Keine Panik. Um Zeit für sie zu gewinnen, damit sie hier arbeiten können. Mhm. Zero Day. Der Tag, ab dem kein Leben existiert, nähert sich schnell. Man kann es nicht stoppen. Ach, und deswegen haben sie Leute. Die Hoffnung von Zero Dawn ist, dass vielleicht etwas Neues entsteht. Aber es liegt bei Elizabeth Sobeck, diesen schwachen Hoffnungsschimmer aufrechtzuerhalten. Mhm. Harris, Ende. Das stimmt doch nicht. Das Leben auf der Erde ist nicht erloschen. Er sagte, man könne es nicht stoppen. Aber es wurde gestoppt. Irgendwie hat Elizabeth uns gerettet. Aber ich muss weitersuchen, herausfinden, wie sie das geschafft hat. Vielleicht wirklich mit dem Einfrieren? Da war irgendwas mal. Falcon, sie sind reingekommen. Durch die Lüftung. Lass dich nicht davon abhalten, die Wahrheit herauszufinden. Ausschwärmen! Tötet, was sich bewegt! Was ist das hier? Ein Grab? Man kann da nicht durchschießen. Gespräch. Korrekt, ja. Diese mechanischen Monster töten Menschen also nicht nur, sondern ernähren sich auch noch von ihnen. Nicht lass nur ihm Menschen. Das den Tod. Okay, ich wusste nicht, dass die so fies sind. Dann machen wir das ein bisschen anders. Ab dieser Mission hatte ich einen Puls von gefühlt 250, 3 Stunden lang, was einfach so krass ist. Ah, kann ich da hoch? Ausschwärmen! Tötet, was sich bewegt! Was ist das? Geh doch da hoch, Aloy. Ein Grab? Hoch? Dankeschön. Dann kann ich die von hier oben, glaube ich, ganz gut killen. Ist da oben was? Die sind gut. Wenn du hier bist, zeig dich endlich. Das wäre Schau nur mir fair. Den Datenpunkt später an. Das wäre nur fair, sagt er, weißt du? Wo sind die denn? Ach, hinter der Tür. Und hier ist einer.
bin ich denn jetzt reingefallen? Ups. Irgendwie bin ich hier jetzt in so einen Zwischenraum gefallen. Interessant. Ich wurde entdeckt. Ich werde überleben. Nur eine Fleischwunde. Ja, während er brennt. Nur eine Fleischwunde. Schon okay. Alles gut. Ja! Ich bin getroffen! Ich bin getroffen! Ja! Ah! Ist das alles? Oh Mann! Das Witzige ist, ich bin hier irgendwo in so ein Zwischending gefallen, wo halt keiner reinkommt, ne? Wie er wegpurzelt! Das ist süß! Ich verliere Blut! Aber er stirbt trotzdem, es tut mir leid. Eigentlich nicht. Eigentlich tut es mir nicht leid. Guck mal, da ist er. Ich hab schon Schlimmeres überstanden. Ach, das ist der Anführer. Der hat deswegen so einen Toten. Und ich bin getroffen! Das hat gesessen! Das werde ich morgen noch. Wird er wirklich morgen noch spielen? Oh! Ah, das pfeift. Das Witzige ist ja, man kann sich sicher auch durchbuggen mit dem Pfeil durch bestimmte Sachen. Also durchglitschen, könnte ich mir vorstellen. Wo ist der jetzt hin? Das ginge alles sehr viel schneller, wenn du einfach rauskommst. Davon werde ich mich nicht erholen. Bin ich runtergefallen. Möge sich denn. Ich bin erledigt. Was? Hoffentlich. Wir sind schon zu weit gekommen, um uns von diesen primitiven Wilden aufhalten zu lassen. Die Datenpunkte. Was enthalten sie? Ich mach hier schon. Hier sind nur echt viele. So, also, Gespräch. Wer sprechen willst? Puh. Mama hatte also recht. Wie bitte? Meine Mutter. Sie hat die Bibel immer sehr ernst genommen. Nicht nur sonntags. Sie hat jeden Tag nach der Bibel gelebt. Ihr Lieblingskapitel? Die Offenbarung des Johannes. Tja, ich habe sie nicht immer verstanden. Sie redet so undeutlich und so. Aber wenn sie mal deutlich war, war es immer Endzeit dies und Feuersee das. Wegen der sündhaften Lebensart überall. Da wir gerade davon reden, stört es sie, wenn ich rauche. Eine Tabakzigarette? Tut mir leid, Schätzchen. Da bin ich ganz altmodisch. Kompliment an Ihr Team, dass es mich gefunden hat. Schließlich werde ich schon seit 18 Monaten gesucht. Brauchen die nur Sterling Malkeith, das war ich. Natürlich, das kann ich gern zugeben. Aber es waren viele Jäger hinter der Beute her. Und ich konnte sie immer wieder an der Nase rumführen. Wie haben Sie mich gefunden? Ich glaube, Dr. Sobek hat Sie als Alpha-Kandidat angegeben. Somit hatte Ihre Ergreifung höchste Priorität. Ich wusste doch, dass sie ein Auge auf mich geworfen hat. Hey, gibt sie eigentlich keinen anständigen Kaffee? Sie wissen schon. Blutkaffee? Kriegscappuccino? Mr. Tate, ich erteile Ihnen die Zulassung zur nächsten Phase. Gehen Sie einfach. Hier muss ein Fehler vorliegen. Ich verstehe nicht, warum ich hergebracht wurde. Warum Sie mir das alles zeigen. Ich weiß, das ist alles etwas viel. Im Wartebereich saß ich neben einem Nobelpreisträger für Biophysik und einem Mönch, glaube ich. Der sprach weder Englisch noch Mandarin. Es ist sehr merkwürdig. Und General Harris, wovon hat er geredet? Der Roboterschwarm, die Pharaoh-Plage. Natürlich ist das alles furchtbar. Aber kann man es wirklich nicht stoppen? Warum erzählt man uns das? Es gibt Leute in Shanghai, meine Freunde, meine Familie. Sie sind Operation Enduring Victory bereits beigetreten. Ist das alles sinnlos? Werden wir alle sterben? Wir werden einige dieser Fragen beantworten können. Ich will einfach nur wissen, warum ich hier bin. Ich verstehe das einfach nicht. Sie wurden wegen ihrer Fähigkeiten hergebracht. Nein, das kann ich... Oh. Ich wusste nicht, dass ich das dann beende. Nein, das kann nicht sein. Ich bin Kunsthistorikerin.
Ich kenne die niederländischen Meister. Japanische Kalligrafie. Gerhard Richter. Aber was bringt das jetzt Richter. Noch? Japanische Kalligrafie. Gerhard Richter. Hier waren aber noch mehr Datenpunkte. Hier ist noch was. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir uns das schon angehört haben. Sie haben früher für Faro Automated Solutions gearbeitet. An den Selbstreplikationsroutinen der Chariot-Modelle. Ich dachte, mich erwartet hier eine Urteilsverkündung. Als Ihre Leute mich geschnappt haben, dachte ich, wird doch Zeit. Ich hab für... Hä? Wieso bricht immer alles ab? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das was von vorhin war. Man muss so aufpassen, was man macht, während so ein Band abgespielt wird. Am besten bleibt man einfach stehen und macht nichts mehr. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob das nicht das Gespräch von vorhin war, aber... Wo war das jetzt? Da geht's auch noch rein. Warte, war das das? Nee, das sind sicher nochmal neuere. Ich bleib jetzt einfach da stehen und wir hören uns das an. Mit Suzanne Alpert, Umweltwissenschaftlerin. Doktor? Wie bitte? Ich habe nicht, Doktor? Ich habe nur Ihren Namen genannt. Woran dachten Sie gerade, Doktor? An nichts, was der General gesagt hat. Eigentlich. Ich war 2051 beim Syzygy East Einsatzteam dabei, direkt nachdem das zweite Erdbeben den Reaktor beschädigt hatte. Ich träume immer noch davon nach all den Jahren, wie die rote Zone sich über die Karte ausbreitet, langsam, so langsam, als ob sie ihre Finger ausstreckt. Ihr Einsatz bei diesem Ereignis hat dazu geführt, dass Ihr Name auf unserer Kandidatenliste steht. Wirklich? Das ist interessant, denn nichts hat funktioniert. Dort ist nie wieder etwas gewachsen. Es war ein katastrophaler Fehlschlag. Aber die rote Zone ist nichts im Vergleich zu einer weltweiten Reduzierung der Biomasse. Die Biosphäre und die Hydrosphäre werden zusammenbrechen, lange bevor die Roboter uns vernichten. Enduring Victory bringt uns in dieser Hinsicht gar nichts. Also sollten Sie mir lieber sagen, worum es bei Zero Dawn wirklich geht. Ich glaube, das andere war schon der, den wir schon hatten. Ziemlich sicher. Beraterrichtlinien 1. Textdatenpunkte Quest. Für die Nachbesprechung der Präsentation 1. Den Kandidaten muss die Möglichkeit gegeben werden, Fragen zu stellen und die Informationen, die sie erhalten haben, vollständig zu verarbeiten. Es ist wichtig, sich der Tatsache bewusst zu sein, dass die Kandidaten soeben Auslösern für schwere mentale und emotionale Traumata ausgesetzt werden. Gehen Sie nicht davon aus, dass Schweigen oder äußerliche Ruhe Zeichen von Einverständnis sind. Es muss unbedingt betont werden, dass alle anderen Optionen zur Bekämpfung der Pharao-Plage... Pharao-Plage? Ich glaube, die sagen immer Pharao. Und zur Sicherung des Fortbestands... Ich habe das jetzt so oft gesagt, dass ich schon vergessen habe, was es bedeutet. Pharao? Teilen Sie diese Tatsache ruhig, aber klar und deutlich mit. Machen Sie sich mit den Daten über die katastrophalen Umweltauswirkungen vertraut, die Nukleareinsätze gegen den Schwarm nach sich ziehen. Anhang B1. Sowie über die Undurchführbarkeit, Leben in Orbit, Mond- oder Unterwasseranlagen zu erhalten. Anhänge C1, C2, C3. Sodass Sie diesbezüglich Einwände der Kandidaten umfassend entkräften können. Bittet ein Kandidat um Zeit, um zusätzliche Informationen in Ruhe allein zu prüfen, ist dieser Bitte unverzüglich Folge zu leisten. Informieren Sie in diesem Fall das Sicherheitspersonal, damit der Kandidat hinsichtlich eventueller Selbstmordversuche überwacht werden kann. Die Kandidaten sollten nur dann mit Präsentation 2 fortfahren dürfen, wenn sie der Annahme sind, dass ihr mentaler Zustand hinreichend stabil ist. Bitte beachten Sie, dass Echtzeitsupport über Ihren Fokus zur Verfügung steht. Sicherheitsteams und medizinische Krisenteams sind datenbeschädigt. Selbstmord? Okay, was haben die da getrieben?
Oh, ich bin im Wasser plötzlich? Okay. Jetzt verstehen Sie sicher, warum wir Sie so dringend hier haben wollten, Miss Okilo. Hauptmann Okilo, wollen Sie mir dafür danken, dass ich keinen Widerstand geleistet habe? Ich glaube, wir hätten keine diplomatische Lösung gefunden. Als es um das Lithium meines Landes ging, wurde immer ein Schwarm zum Verhandeln geschickt. Metallurgic International, US Robot Command. Die Kennzeichnungen ändern sich, aber die Roboter waren immer die gleichen. Sie haben viel Erfahrung in Mensch-Roboter-Konflikten. Ja, und meine Prothesen beweisen es. Aber ich habe mich diesem Schrecken entgegengestellt, auch wenn die Herausforderung sehr groß war. Cyberkriegsführung. Ich dachte, Zero Dawn wäre ein Manhattan-Projekt, um die Deaktivierungscodes zu erzeugen. Und ich bin zu der Einschätzung gekommen, dass jeder Versuch, die Codes zu knacken, ein hoffnungsloses Unterfangen ist. Ich habe mich beinahe darauf gefreut, dass man mir das Gegenteil beweist. Leider war Ihre Einschätzung korrekt. Wie Ihr General Harris bereits sagte. Also dann, Sie haben mich nicht hierher gebracht, um mich zu bedauern. Was bleibt jetzt noch? Okay. Ich will noch mehr Datenpunkte finden. Ich finde das gerade super. Die sind da so versteckt, dass ich Angst habe, dass ich irgendwo einen übersehen könnte. Oh, Scheiße, mein Gott, ist das hier verwurzelt. Hier ist noch einer. Hören Sie, lassen wir die Geheimnistuerei. Sie bauen ein Kolonieschiff, das ist doch offensichtlich. Und es wird kein Überflieger. Ich meine, wortwörtlich. Erinnern Sie sich an die Odyssey? Den multinationalen Haufen Weltraumschrott, der seit 57 im Friedhof Bobbitt schwebt? Sie flog nirgendwo hin und das sehr langsam. Aber Sie haben ein Ziel, das Sie sehr schnell erreichen müssen. Haben Sie überhaupt eine Ahnung, was für eine enorme Herausforderung es ist, ein Kolonieschiff in kurzer Zeit vorzubereiten? Um das klarzustellen, ich arbeite nicht an dem Projekt. Ist Ihnen überhaupt klar, wie wenige Menschen damit gerettet werden könnten? Das ganze Konzept des Generationsschiffes ist, es wird nicht umgesetzt werden. Es wird das Erste sein, was man für die Embryonen aufgibt. Für diese Art der Lagerung braucht man Kapazitäten, man braucht Macht, man braucht Ressourcen. Also, selbst wenn Sie es tun, wenn Sie es bauen und Richtung Sirius X schicken, auf dem Ding wird kein Platz für Menschen sein, okay? Wenn Sie sich bitte beruhigen würden. Ihr seid doch verrückt, wenn ihr glaubt, dass ihr von hier wegkommen könnt. Niemand kommt hier weg. Sanitäter. Okay. Wie ist eigentlich dein Fazit bis jetzt zum jetzigen Stand von Horizon? Was gefällt dir und was nicht? Oh, das kann ich dir gerade gar nicht sagen. Ich bin gerade viel zu neugierig, wie es hier weitergeht, ehrlich gesagt. Ich bin gerade viel zu sehr hier drin. Das taugt mir gerade total gut. Das ist gerade einfach so spannend. Und ich müsste da jetzt echt intensiv darüber nachdenken und innehalten. Mir fällt nämlich jetzt gerade gar nichts ein, was mir besonders... Also so einfach spontan. Was mir jetzt richtig gut gefällt und was mir jetzt richtig schlecht gefällt. Ich finde es halt ein ordentliches Spiel bis jetzt. Also... Es macht halt einfach Spaß. Deswegen... Und mir taugt das hier gerade. Ich will noch mehr Datenpunkte. Datenpunkte! Ich glaube, ich finde keine mehr. Habe ich denn schon? Jetzt verstehen Sie sicher, warum wir Sie so dringend hier haben wollten, Miss Okilo. Hauptmann Okilo. Wollen Sie mir dafür danken, dass ich keinen Widerstand geleistet habe? Ich glaube, wir hätten keine diplomatische Lösung gefunden. Als es um das Lithium meines Landes ging, wurde immer ein Schwarm zum Verhandeln geschickt. Metallurgic International, US Robot Command. Die Kennzeichnungen ändern sich, aber die Roboter waren immer die gleichen. Sie haben viel Erfahrung in Mensch-Roboter-Konflikten. Ja, und meine Prothesen beweisen es. Aber ich habe mich diesem Schrecken entgegengestellt, auch wenn die Herausforderung sehr groß war. Cyberkriegsführung. Ich dachte, Zero Dawn wäre ein Manhattan-Projekt, um die Deaktivierungscodes zu erzeugen. Und ich bin zu der Einschätzung gekommen, dass jeder Versuch, die Codes zu knacken, ein hoffnungsloses Unterfangen ist. Ich habe mich beinahe darauf gefreut, dass man mir das Gegenteil beweist.
Leider war ihre Einschätzung korrekt. Wie ihr General Harris bereits sagte. Also dann, sie haben mich nicht hierher gebracht, um mich zu bedauern. Was bleibt jetzt noch? Glaubst du an ein Horizon 2? Das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht sagen. Ich tippe aber eher auf ein Nein. Da es eher so wirkt, als wäre es ein abgeschlossenes Spiel. Also ich weiß, dass ein DLC kommt. Also kommt vielleicht noch was Kleines hinterhergeschoben, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass da noch so viel... Okay, vielleicht eine Vorgeschichte. Aber das weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Das wäre ja dann wirklich was komplett anderes, ohne die Aloy. Wiedergabe wird eingeleitet. Okay. Elisabeth Sobeck. Sie wissen es jetzt. Und es ist wahr. Die Pharaoh-Plage verschlingt die Biosphäre. Alles Leben wird verlöschen. Aber muss das das Ende sein? Gibt es für das Leben eine Zukunft? Was, wenn wir einen Samen erschaffen, aus dem nach der Vernichtung neues Leben erblüht? Das ist das Ziel, die Hoffnung von Projekt Zero Dawn. Ein hochintelligentes, vollautomatisches Terraforming-System, das aus der Ödnis Leben erschafft. Was braucht dieses System? Als Kern braucht es eine gute KI, die in der Lage ist, durch Trillionen von Entscheidungen unsere Biosphäre wiederherzustellen. Selbst unsterblich, in der Lage, das Leben wieder neu erblühen zu lassen. Wir nennen sie Gaia. Mutter Natur als KI. Doch das ist nur der Kern des Systems. Was? Sie braucht die Begleitung und Unterstützung einer ganzen Palette untergeordneter Funktionen. Sie erweitern sozusagen Gaias Verstand. Und jede Funktion dient einem bestimmten Zweck. Das sind keine KI, aber trotzdem ist klar, jede von ihnen stellt eine größere technische Herausforderung dar, als je zuvor in der Menschheitsgeschichte bewältigt werden musste. Aha. Hardware für Schutz und Reifung von Billionen Samen und Embryonen, die neues Leben spenden. Der Bau unterirdischer Anlagen, die das alles enthalten. Und das ist nur der Anfang. Wir müssen nicht das ganze System bauen. Das Schöne am vollautomatischen Terraforming-System ist, dass es sich selbst bauen kann. In den nächsten Tagen hören Sie, wie all diese Funktionen, das, woran Sie jeweils arbeiten, zusammenpassen. Wie wir im Wettlauf gegen die Zeit die Bioproben nehmen, die Software schreiben, Technologie und Anlagen bauen. Wie wir sie schließen und versiegeln, ehe das Unvermeidliche eintritt. Doch noch wichtiger, dass noch nicht alles zu Ende ist. Dass Gaia die Deaktivierungscodes erzeugen wird, von denen Harris sprach. Und dann Sende-Arrays baut und sie überträgt, um die Pharaoh-Roboter abzuschalten. Hat aber irgendwie nicht funktioniert. Dass Gaia die notwendigen Roboter für jede erdenkliche Arbeit nicht nur aufbauen, sondern auch konzipieren kann. Von der Detoxifizierung der Atmosphäre und der Meere zur Neubegrünung der Erde mit eingefrorenem Saatgut. Und zur Besiedlung der Erde mit Tieren. Und dann, wenn all das getan ist, wird eine neue Generation von Menschen, erzeugt in Ursprungsanlagen in aller Welt, an Apollo teilhaben. Okay. Dem Archiv unseres Wissens und unserer kulturellen Errungenschaften, wodurch sie von uns erfahren, von der Welt. Und am wichtigsten, von Fehlern, die wir gemacht haben. Dies ist kein unmöglicher Traum. Wir können es schaffen, mit harter Arbeit und unbedingtem Willen. Das Leben hier wird enden. Doch wenn Sie mir helfen, und Gaia, gibt es noch eine Zukunft. Bleiben Sie und formen Sie diese Zukunft. Und eigentlich wollte sie nur wissen, wer ihre Mutter ist. Die gesamte Erde wurde vernichtet, aber dann neu erschaffen? Ja, von einer Maschine. Einer Schöpfungsmaschine. Was? Elisabeth hat das getan. Für das Leben. Für uns. Aber was ist dann mit Hades? Wenn er ein Teil von Gaia war,
Wie ist er dann im Wrack eines Pharaoh-Roboters gelandet? Das frage ich mich auch. Warum will er mich töten? Und Apollo, das Archiv des Wissens, was ist damit passiert? Ich bin genauso verwirrt wie du. Vielleicht liegen die Antworten vor uns. Also jetzt kann ich zumindest ein kleines Statement schon geben. Statement. Last Statement Standing. Und zwar, ich finde es richtig geil, wie ich am Anfang gedacht habe, okay, es ist einfach eine Welt, in der halt so Maschinen und Menschen existieren, parallel und hat überhaupt gar keinen Bezug zu unserer Realität, das gibt's gar nicht. Und ich jetzt so nach und nach rausgefunden habe, dass es eigentlich vorher wie unsere Welt, wie sie vielleicht in 100 Jahren ist oder in 50 Jahren oder was weiß ich, ich weiß nicht, was da genau an Technologie war. Und was wir in 50 Jahren genau an Technologie haben werden oder in 100 Jahren. Und ich habe mir das ja auch gerade nicht gemerkt. Egal. Auf jeden Fall von unserer Welt ausgehend, die kaputt gegangen ist und von Robotern dann neu erschaffen wurde, finde ich, ist eine richtig geile Idee. Richtig geil. Gefällt mir voll gut. Mir persönlich hätte die Story nur von Anfang bis jetzt eigentlich gerne auch so dicht sein können, wie sie jetzt gerade ist. Ich bin immer wieder durch die Nebenquests und so immer wieder ein bisschen rausgekommen. Also halt auch, weiß ich nicht, es hätte ruhig noch dichter sein können für mich. Bis jetzt. So wie jetzt. Das ist richtig geil. Und der Anfang, der war auch so geil. Aber so vom Spielerischen taugt es mir auch total. Auch wenn ich manchmal am Verzweifeln bin. Treffen Sie Ihre Wahl. Sie verfügen jetzt über Informationen zum wahren Ziel und Zweck von Projekt Zero Dawn, die weitaus mehr als streng geheim sind. Dementsprechend können wir Ihnen leider nicht erlauben, diese Anlage zu verlassen. Oh Gott. Sie haben jetzt 3 Auswahlmöglichkeiten. Bitte überdenken Sie jede davon sorgfältig. Es stehen fachkundige Berater bereit, um Ihnen bei Ihrer Entscheidung zu helfen. Oh Gott, das ist alles... Oh Gott, das ist für die Leute, die da irgendwie reingerutscht sind und jetzt dürfen sie nicht mehr raus. Erstens Teilnahme. Sie werden auf der Grundlage Ihres Fachgebiets einem Projektteam zugewiesen. Ihnen sollte bewusst sein, dass ein harter Weg vor uns liegt und der Ausgang des Projekts unsicher ist. Es wird von Ihnen erwartet, mindestens 80 Stunden pro Woche zu arbeiten. Die Kommunikation mit Familienmitgliedern wird stark eingeschränkt und in Echtzeit überwacht. Bei erfolgreicher Fertigstellung des Projekts werden Sie und Ihre nächsten Angehörigen oder 2 Personen Ihrer Wahl in den versiegelten Elysium-Lebensraum überführt, um den Rest Ihres natürlichen Lebens dort zu verbringen. Weil da keine Maschinen hinkommen. Oh Gott. Ja, dann würde Panik nach außen entstehen, klar. Wenn Sie das erzählen. Unbegrenzter Gewahrsam. Sollten Sie die Teilnahme an Projekt Zero Dawn ablehnen, werden Sie für unbegrenzte Zeit in Gewahrsam gehalten. Sie haben 48 Stunden Zeit, Ihre Entscheidung zu überdenken. Danach gilt Ihre Ablehnung der Teilnahme als unwiderruflich. Es werden sämtliche Anstrengungen unternommen werden, Ihren Gewahrsam so angenehm wie möglich zu machen. Doch Ihnen ist jeder Kontakt zur Außenwelt verboten und Ihr Tod innerhalb von 18 Monaten aufgrund der Pharaoh-Plage ist unvermeidlich. Wenn die Zero Dawn-Anlage verlassen wird, werden diejenigen Häftlinge, die sich nicht für die Sterbehilfe entscheiden, freigelassen. Drittens Sterbehilfe, oh Gott. Die Informationen, die Sie gerade erhalten haben, stellen verständlicherweise den Sinn des Weiterlebens in Frage. Wenn Sie es vorziehen, Ihr Leben an diesem Punkt zu beenden, bieten wir Ihnen einen schmerzlosen Tod an. Es ist eine Wartefrist von 48 Stunden erforderlich, während der Sie sich stattdessen zur Teilnahme oder zum Gewahrsam entschließen können. Oh Gott, ich kann nicht mehr lesen. Bitte benachrichtigen Sie einen Berater, wenn Sie Ihre Entscheidung treffen möchten oder weitere Fragen haben. Also eigentlich, es gibt nur eine Option. Es gibt nur die Option, dass man mitarbeitet an dem Ganzen. Alles andere ist ja eigentlich einfach draufgehen. Oh Gott. Und dass man halt auch zu niemandem mehr Kontakt haben darf. Ach, wie krass. Hier drin gibt es auch kein Feuerchen, gell? Dass man mal speichern könnte. Natürlich mache ich es. Die Möglichkeit zu bekommen, wieder aufzubauen, was ich... Der Schaden, den ich... Tja, ich fühle mich der Aufgabe nicht würdig. Aber ich mache es, auf jeden Fall. Ich möchte noch einmal betonen, dass es hier nie um Ihr Verschulden ging.
Für mich schon. Dr. Sobeck, Margot, es war damals eine kluge Entscheidung von Ihnen, Pharaoh zu verlassen. Aber keiner von uns hat das als Warnsignal gesehen. Wir haben uns gesagt, dass Sie einfach nicht für die BTRI-Intrigen geschaffen sind. Das steht für Better Than Rapid Innovation. Besser im Wettbewerb. Besser als die anderen. Eine bessere Tötungsmaschine. Ist es nicht erstaunlich, dass es 1,5 Jahrhunderte Science Fiction nicht geschafft haben, unsere Spezies vom direkten Weg ins Verderben abzubringen? Ich hab genug von diesem Leben. Ich meine, ich werde hart arbeiten, doppelt hart, um das hier zu verdienen, für meine Familie, damit sie einen Platz im Elysium bekommt. Ich hätte nie gedacht, dass ich etwas wieder gut machen kann. Aber man darf nur 2 Personen mitnehmen. Wenn du jetzt eine Frau hast und noch 2 Kinder, musst du dich entscheiden. Geil. Vielleicht sind sie ja manchmal nett und machen Ausnahmen. Oh, halt. Haben wir das schon gehört? Natürlich mache ich. Ach so, das war genau das. Okay. Alles gut. Hier geht's weiter. Das hält sich. Eindringling, schnapp sie! No! Egal was du tust, stirb jetzt bloß nicht. Hat er mich jetzt vergessen? Okay. Dann hören wir uns den Datenpunkt hier an. Ich habe mit Ihnen besprochen, worum es bei Artemis geht. Und klargestellt, dass ich nicht für einen globalen Zoo zur Verfügung stehe. In den letzten paar tausend Jahren waren wir nicht gerade tolle Hüter der Erde. Also ist die Idee einer wiederhergestellten Biosphäre, naja, erschreckend oder nicht? Eine totale Horrorshow. Wir haben kein Recht, uns da heranzuwagen. Aber die Alternative? Das große Nichts. Es ist doch so viel da gewesen und dann nichts mehr. Und Charles Ronson leitet das Ganze. Ich respektiere ihn. Er ist mit Leidenschaft dabei. Er ist heißblütig. Also habe ich gesagt, dass ich es mache. Und ich werde alles geben, im wörtlichen Sinne. Wenn das Projekt vorbei ist, wähle ich die medizinische Option. Vielen Dank auch. Der Berater meinte, ich überlege mir das vielleicht nochmal anders, aber da kennt er mich schlecht. Verdammt nochmal, ich werde die Drecksarbeit machen, aber ich will kein Teil dieser erbärmlichen Zukunft sein, die sie anzubieten haben. Okay. Ich gehöre an die frische Luft. Mir hat das Gefühl von künstlichem Licht auf der Haut noch nie gefallen. Aber dann könnte es auch vielleicht... Und außerdem bin ich ein bisschen klaustrophobisch. Okay. Aber er will trotzdem helfen. Interessant. Ist hier noch ein Datenpunkt? Nee, nur eine Bunkertür. Jetzt wissen wir auch, wieso das alles unterirdisch ist, ne? Das kommt mir gelegen. Hat mich der eine anscheinend gesehen. Das wird mir den. Oh Gott, der hat mich ja wirklich gesehen. Gesehen. Wow. Der hat mich erwischt. Der, die. Weshalb, warum? Ich werd's überleben. Ist der Gegner hier so dumm? Hui. Schau, jetzt komme ich nämlich von der anderen Seite und unser ganz viel überhaupt nicht. Das hört sich nicht gut an, als würde der gerade irgendwas aufladen. Ja. Der hat mich erwischt! Ah, da ist irgendwas hinter mir. Jetzt. Warte mal kurz, wir probieren es mal mit einer Eisbombe. Das mag der bestimmt nicht. Für den Strahlen. Siehst du? Das mag der gar nicht. Ich bin getroffen! Ich muss die Waffe. Nur eine Fleischwunde. Ist das alles? Ich hab dich erwischt! Ich werd's überleben! Ich bin getroffen. Ist das alles? Nur eine Fleischwunde. Blutet unter der Sonne. Ich bin getroffen. Jetzt stirb halt auch.
Der ist fast tot. Jetzt, mein Gott.